Sales Lens Group ist bekannt, dass sie an die Innovationen investieren. Ich meine, Innovation ist ein fester Bestandteil von unserer Geschichte. Wir haben alle Departementen Fördermandat und unser Prinzip haben wir das festgehalten, dass wir Innovationsvierreiter sind. An der Mobilität waren wir die allerreichsten, die als den Prototyp Hybridbussen hatten. Das wird sich weiterentwickelt als Elektro-Hybrid bis hin, los an anderthalb Jahren, von wir voll elektrische Bussen zu dem von den Citybus. Wir sind hier wirklich ein Pionier. Und die Pionier müssen wir einfach weitermachen. Ein logischer Schritt, den du hast, ist einfach dann auch hier dabei zu sein, wenn es autonom vorgeht. Wir sind seit drei Jahren am Gangen, am Gedanken, wie kann ich autonom fahren, an öffentlichen Transport herabbringen. Ich lese jeden Tag an der Zeitung über Google und auch andere Societäten, die sich hier engagieren mit autonomen Navetten oder Autos. Wir wollen das am öffentlichen Transport umsetzen, nicht nur, dass es an der Presse steht, sondern dass es doch gefolgt. Und daraus ist ein Projekt entstanden, wo wir schon drei Jahre darüber geschafft haben, an den Low Realität geht. Sales Lens ist ganz hilfreich, für Teil vom Konsortium Avenue zu sein. Das ist ein Recherche- und Entwicklungsprojekt, den am Programm Horizon 2020 von der Europäischen Kommission finanziell und auch organisatorisch und technisch unterstützt wird. Das Projekt hat dieses Jahr am Mai angefangen und dauert 4 Jahre. Es sind dort dran 4 Städte oder 4 Societäten für das Deployment von autonomen Navetten. Das ist Genève, das Lyon, das Kopenhagen und für Lützburg die Firma Sales Lens. Für eine Strecke autonom zu fahren, geht es nicht nur durch, für ein autonomes Navet zu kaufen. Das ganze System haben drin mit einer ganzen Partie Akteuren, privat sowie auch öffentlich, die müssen dort zusammen schaffen. Wir haben du mit Sales Lens zusammen gesagt, du nimmst dich. Wir sind hier immer ganz kurz, das klappt tiptop. Wir schaffen noch bei Plätzen zusammen mit ihnen. Und dann sind wir eben noch mit ihnen zusammen auf Sion gefahren. Sie haben uns mitgeholt, sie haben uns den Projekt gewiesen, den Navet gewiesen, aber wir sind noch damit gefahren, also wir haben sie getestet. Ben, l'origine vient de loin. C'est d'abord, c'est mon fils Gillian qui l'a trouvé sur le site web. Il a trouvé vraiment une idée fantastique, innovative. Pour que nous, on puisse communiquer notre site avec la gare. C'est vraiment de faire la communication du dernier kilomètre là. Et naturellement, on n'a pas pu faire toute seule et c'est pour ça qu'on a, cherché vraiment de collaborer avec Sales & Lens, ensemble avec naturellement Navaya, pour mettre ça en place. Die autonomen Gefährer durch hier ein bisschen mehr niedrig Vitesse und auch mehr kleine Shuttle sind heute am besten auf so einem Last Mile, First Mile. Das heißt, so 1,5 Kilometer, maximum 2 Kilometer Strecken. Mal Shopping sind wir auf der Sicht noch neue Ideen, noch neue Ideen für unsere Klienten. Wo Sales Lens uns die Navette autonom 4 geschlagen hat, wo man das eine ganz gute Idee fand. Weil da können wir Innovationen an den Shopping bringen, an unsere Klienten auch entgegenkommen, an denen wir ihre Shopping mehr bequem machen. Effectivement, aujourd'hui, chaque terrain peut être adapté au déploiement d'une navette autonome. Bien évidemment, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu et les équipes de Navia se font fort d'analyser la possibilité et toutes les possibilités autour d'un déploiement de navette. Mais effectivement, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer ce type de véhicule sur tous les terrains. Heute sind wir bei der allerersten Etappe von autonomen Navetten. Nächstes Jahr kommen noch ein paar andere Faktoren, die oder nur noch andere Etappen. Wir sind heute am Punkt, wo ein Navet auf einem bestimmten Trajet fährt, von A auf B. Das ist noch immer ein Akkompagnateur dran. An 10 Jahren als Vision, dass das nicht nur eine Strecke, ein Trajet, sondern ein ganzes Netzwerk von Linien, die können autonom gefahren gehen. Les spécialistes s'accordent à dire que d'ici 2040, donc d'ici 20 ans, 70% des véhicules qui seront mis en circulation sur les routes seront autonomes et qu'ils vont contribuer à rendre les routes plus sûres grâce à l'embarquement de technologies comme l'anticollision, par exemple, et ce qui va réduire le nombre d'accidents. Alors, nous sommes partenaires du groupe Sales Lens depuis de nombreuses années et lorsqu'ils nous ont présenté ce projet innovant et nous ont demandé de les accompagner en tant qu'assureurs, bien sûr, nous avons répondu oui. L'innovation étant au cœur de nos actions, nous sommes vraiment très fiers de pouvoir les soutenir dans ce projet.
Bequem, sicher, sexy. Erstens mal sicher, zweitens umweltfreundlich, weil sie fährt ja elektrisch, und drittens bequem, weil das soll unsere Klienten und Leben ja mehr einfach machen. Alors je dirais Mobilité, Sécurité et Respect de l'environnement et du cadre de vie urbain. L'innovation, le confort et la sécurité. Ökologisch, sicher und innovativ.